um 1 Uhr oder so bin ich ins Bett gestern. Jetzt haben wir kurz, boah, 8. Wetter natürlich schön, fliege ich heute nicht. Erstmal Kaffee. Muss mal sehen, was ich heute mache. Straßenverkehr ist dann natürlich genau wieder zu spät. Boah, ist das hell. Mittlerweile schon kurz nach 1. Draußen komplett bedeckt. Flut gerade vorbei. Ich überlege ans Meer zu fahren. Den ganzen Morgen ein bisschen gepokert, YouTube gespielt. Mir geht es irgendwie nicht gut. Heute gab es auch wieder Gehalt. Und da bin ich echt gewundert, weil ich ja kaum geflogen bin, warum ich mehr oder weniger so viel bekommen habe. Es gab ein Quarterly Relief Payment, was auch immer das ist. Also jedes Vierteljahr gibt es extra Geld. Das war gar nicht so wenig. Naja, auf jeden Fall nehme ich. Aber war schon überraschend. Der nächste Paycheck, das müsste dann. Ich fliege ja kaum. Ah, super windig draußen, aber den ganzen Tag hier rumhängen habe ich auch keine Lust. Bananen muss ich noch kaufen, weil ich die nächsten 4 Tage arbeite. Noch sieht es so aus, als würde ich morgen 5 Mal fliegen und um 10 Uhr anfangen. Aber das kann sich erstmal ändern. Hey, gehe ich gerade in den Garten, ne? Um Tomaten zu pflücken. Denn die reifen echt schnell. Rat mal, was im Garten ist. Schon wieder. Jetzt habe ich den Rasen gemäht, ne? Und trotzdem scheißt hier was rein. Diese Woche zum dritten Mal. Ja, das kann aber echt nicht wahr sein, oder? So, bei Walmart war ich noch kurz. Bananen holen und eine Bürste. Er wollte die 4 Dollar für eine Bürste haben. Ja, um die Schuhe sauber zu machen. Ich meine, die kann man immer wieder gebrauchen. So, und jetzt fahre ich mal zum Meer. Noch ist nicht so viel Verkehr, glaube ich. Habe jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Erst nur vor dem Walmart. Fahren wir erst zum Electric Beach und gucken mal, was die da angeltechnisch machen. Kleine Angelrute habe ich auch mit. Angeln habe ich eigentlich nicht wirklich Lust, aber vielleicht. Kommt das noch? Also auf geht's. Immer noch bewölkt, irgendwie schwül bei 27 Grad. Da ist einiges los hier am Electric Beach. Da hinten ist was voll, hier links und hier rechts auch alles voll. Aber ich habe trotzdem mal meine Angelrute mit. Mal gucken. Die machen hier wieder diese komische Technik mit dem Wippen. Ja, die Sonne kommt ein bisschen raus, also lange werde ich nicht bleiben. Wir haben 4 Uhr, aber warum nicht ein bisschen angeln? Mal gucken. Also die Leute fangen hier Fische. Der da drüben, der hat schon 3, 4 Fische in den 10 Minuten, die ich hier bin. Und der hier hat auch gerade einen gefangen hier. Ich weiß nicht, ob man sich die Kamera sehen kann. Ich weiß auch nicht, was das für ein Fisch ist. Aber die benutzen hier ewigkeitenlange Vorfächer. Mein Vorfach ist viel zu kurz. Ob es daran liegt. So, mittlerweile kurz nach 5. Ey, fing mir voll meine Waden und mein Nacken an wegzubrutscheln. Die Sonne voll da. Die Fische beißen bei mir nicht. Bei allen anderen aber. Naja, ich fahre jetzt nach Hause. Rasiere mich. Hau mir ein bisschen was von den Rippen rein. Und ich habe mir überlegt, es im Ofen warm zu machen und nicht in der Mikrowelle, denn dann wird das eventuell noch ein bisschen knusprig. So, ab nach Hus. Voll Feierabendverkehr hier freitags auf der gegenüberliegenden Seite, aber ich sollte eigentlich gut durchkommen. So, auf geht's nach Hus. Super warm. Muss direkt eincremen. Mann. Ja, hier Makakilo, komplett bedeckt. Nur Meer. Scheint die Sonne. So, eigentlich müsste ich den Garten sprengen, habe ich aber jetzt noch keine Lust. Schon wieder einen Kackhaufen. Hätte ich das gemähte Gras weggerecht, aber der hat nämlich genau das, was das auch immer
genau dahin gekackt, wo das meiste Gras, getrocknete Gras übrig war. So, ich habe gerade die restlichen, nicht die restlichen, die Hälfte der restlichen Rippen gegessen, ist mir voll schlecht. Es war gar nicht viel. Daraus war halt fettig Fleisch und mehr nicht. Oh, so, der Sonnenuntergang wird wahrscheinlich wieder ziemlich geil, wenn ich jetzt mir hier mal wieder die Wolken angucke. Und es war sonnig am Horizont am Meer, aber heute habe ich keinen Bock hinzufahren. Und ich wette, heute wird er wieder absolut mega. 8 Uhr mittlerweile, duschen war ich noch nicht, jetzt muss ich das mal machen. Ein bisschen Poker gespielt, YouTube-Videos, irgendwas lahmt hier meinen Rechner krass runter, irgendwas stimmt mit dem nicht. Naja, solange läuft, läuft er. Sonnenuntergang war ich nicht mehr, ist aber auch nicht so gut gewesen, wie ich auf der Webcam habe verfolgen können. Dann kam der Schedule raus und erst sollte ich 5-mal fliegen, 9, 10, 11, 1, 2, also um die Uhrzeiten. Und das ist jetzt reduziert worden auf nur 4 Flüge und ich fange erst um 10 Uhr an. Das heißt, ich muss erst um 10 Uhr nach 7 Uhr aufstehen, statt 10 nach 6. Was gut ist, allerdings fliege ich nur 4-mal. Ja, ich hoffe, das Wetter ist morgen gut, aber wenn es so wie heute ist, dann wäre es ja okay. Morgen ist natürlich wieder Wochenende, das heißt, Kaneohe Tower ist nicht da und TFA ist immer noch da. Ja, von der FAA habe ich bisher noch nichts gehört bezüglich meiner kleinen Violation da. Aber ja, Blue Hawaiian ist mit denen sehr, sehr, sehr gut in Kontakt. Und ja, solange ich die Unterstützung von Blue Hawaiian habe, kann mir eigentlich nichts passieren. So, jetzt muss ich ja duschen gehen und rasieren und so weiter und den Kaffee fertig machen. Und dann kann ich endlich den Jurassic Park Movie mal abschließen, hoffentlich. Habe ich gestern nicht geschafft.